Hi Gude und herzlich willkommen zu einem neuen Teil unseres Hörbuches zur Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Wenn dir dieses Hörbuch der Fanfiction gefällt und du es als MP3 herunterladen möchtest oder einfach nur das Projekt unterstützen möchtest, kannst du das jetzt auf Patreon tun. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Kapitel 165: Der Stein des Anstoßes. Robert? In den verdunkelten Raum hineinspähend wartete Alejandro auf eine Antwort, und als keine kam, trat er ein, bevor er erneut den Namen sagte. Was ist? Der dünnen Stimme folgend ging Alejandro langsamen Schrittes zu einem Ohrensessel am Kamin, in welchem Robert saß. Der Anblick seines Freundes bestürzte ihn. Durch das Kaminfeuer, das auf seinem Gesicht tänzelte, warfen die eingefallenen Wangen einen Schatten, der es wie ein Totenschädel mit Bart wirken ließ. Robert wirkte kränklich und abgekämpft. »Robert, die Leute warten«, unterrichtete er seinen Freund. Als der Rothaarige seinen Kopf drehte und die Schatten anders fielen, da sah er wieder wie ein lebendiger Mensch aus. »Was denn für Leute?«, hauchte er. Ein beklemmendes Gefühl kam in Alejandro auf. Aus dem einst willensstarken Mann, der Hexen und Zauberer das Handwerk legen wollte, war ein Häufchen Elend geworden, das zudem einiges vergessen zu haben schien. »Du sagtest, wir müssen unsere alten Anhänger anschreiben. Einige von ihnen sind hier und wollen mit dir sprechen. Sie wollen wissen, was du ihnen zu sagen hast.« Ein Hauch Erkenntnis huschte über Roberts Gesicht, denn er erinnerte sich, mit nur knapp 30 Anhängern war er machtlos gegen die Magier, weswegen er die restlichen 170 wieder mobil machen wollte und zusätzlich auch noch neue Mitglieder für seine Sache gewinnen wollte. »Wir müssen den Menschen von dieser Gefahr berichten.« Die leise Stimme war kaum zu vernehmen, weswegen sich Alejandro neben Robert kniete und zuhörte. »Hab ich dir je erzählt?« Robert blickte ihn mit müden Augen an. »Dass sie es auf mich abgesehen haben, nur weil ich der Blutlinie von Matthew Hopkins entspringe?« »Wessen Blutlinie?« »Er war seinerzeit ein gefürchteter Mann, hat Hexen verhört und hängen lassen. Für diese magischen Missgeburten hat er ein Gefühl und ich habe dieses Gefühl geerbt. Ich spüre es, wenn eine Hexe neben mir steht.« Roberts Augen wanderten zurück zum Kaminfeuer, von dem er sich hypnotisieren ließ. Gedankenverloren schilderte er. »Einmal war es in einem Buchladen, kurz vor Ladenschluss. Sie stand neben mir und dachte, sie könnte sich frei und unerkannt in unserer Welt bewegen. Aber vor mir konnte sie ihre teuflischen Kräfte nicht verbergen. Ich bin ihr nachgegangen, habe sie zur Rede gestellt, warum sie mir folgen würde.« Er lachte schwächlich. »Sie sagte doch glatt, dass ich ja wohl derjenige wäre, der ihr folgen würde und nicht andersherum, diese Kleine.« Er stoppte sich und fuhr anders fort. »Ich habe ihr gezeigt, dass man das mit mir nicht machen kann.« Alejandro dachte sich den fehlenden Teil, denn Robert hatte sich der Frau sicherlich entledigt. »In ihrer Tasche fand ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Zauberstab. Da habe ich gewusst, dass dieses magische Volk seine Leute auf mich angesetzt hat. Sie mir diese Kopfschmerzen bereiten, nur weil jemand, mit dem ich zufällig verwandt bin, solche schlimmen Dinge getan hat.« Sein Gefühl sagte Alejandro, dass Robert am liebsten von alledem unangetastet sein wollte, mit Hexen und Zauberern nicht konfrontiert werden wollte, doch es waren die, die sich ihm ständig genähert hatten. »Ich zeig dir den ersten Stab, den ich genommen habe.« Nur mit Mühe konnte sich Robert aus dem Ohrensessel erheben. Für einen Moment musste er sich an der Rückenlehne festhalten, denn sein Kreislauf schien versagen zu wollen. Tief durchatmend nahm Robert einige Schritte bis zum Schlafzimmer. Aus seinem antiken, hölzernen Nachttisch zog er einen langen Stab
den er Alejandro vor Augen hielt. Das hat mir meine jahrelange Vermutung bestätigt, dass mich die Hexen verfolgen und mir diese Qualen bereiten. Keine Paranoia, die man mir weismachen wollte. Nein, das ist alles echt. Der 30 cm lange weiße Stab war in dem dämmerigen Raum gut zu sehen. Ohne seine Augen von dem Zauberstab zu lassen, ging Alejandro auf Robert zu, der derweil schilderte. Ab diesem Tag an habe ich die Welt mit anderen Augen gesehen. Und vor allem habe ich die Augen offen gehalten. Eine Offenbarung, Alejandro. Bis dato wusste ich nämlich nicht, ob ich verrückt war oder nicht. Doch dieser Stab hat mir bewiesen, dass ich mich nicht irren konnte. Die Hexen waren da, um mich herum, und sie warteten nur darauf, mich mit ihren Flüchen zu peinigen. Wenn ich jemandem in die Augen gesehen habe, dann wusste ich auf Anhieb, ob er gut oder schlecht war. Robert reichte ihm den Stab, den Alejandro mit Ehrfurcht entgegennahm, doch er wirkte so anders als die Stäbe, die sie ihren Opfern sonst abgenommen hatten. Mit einem Male traf es ihn wie ein Schlag, als er das Material begutachtete. Dies war kein Zauberstab, es war ein Taktstock. Ein Dirigentenstab aus weißem, stabilen Fiberglas mit einem Griff aus Kork. Robert hatte damals keine Hexenmeisterin, dafür aber sehr wahrscheinlich eine Orchesterleiterin vom Leben zum Tode befördert. Diese Gewissheit ließ Alejandro einen kalten Schauer den Rücken hinunterlaufen. Seine Befürchtungen, Robert wäre seit einiger Zeit geistig nicht mehr auf der Höhe, hatten sich bewahrheitet. Doch nicht nur seit einigen Wochen war Robert seltsam geworden, denn der Stab, wenn es tatsächlich der erste gewesen war, den er einem seiner Opfer abnehmen konnte, musste seit Jahrzehnten in Roberts Besitz sein. Seit Jahrzehnten war Roberts Geist verdreht. Diese Gewissheit war wie ein Schock für Alejandro. Was hast du? Fragte Robert skeptisch. Gar nichts, erwiderte Alejandro wie aus der Pistole geschossen, bevor er den Taktstock an Robert zurückgab, der ihn wieder im Nachttisch verstaute. Ihm schossen sämtliche Gespräche und Erlebnisse durch den Kopf, die Robert nicht mehr als den weltverbessernden Menschen darstellte, sondern als einen verwirrten und kranken. Ein simpler Dirigentenstab hatte ihn in seinem Verfolgungswahn bestätigt und seine Fantastereien über Hexen und Zauberer, die nur Böses im Schilde führten, auf ungesunde Weise aufblühen lassen. Doch Alejandro wusste auch, dass es unter dem magischen Volk, das wirklich existierte, Verbrecher gab. Jene, die seiner Frau eine unverzeihliche Schmach angetan hatten, sodass sie ihr Leben aus freien Stücken beendete. Solche, die die drei Söhne von Claudine und Jacob auf herablassende Weise behandelt und grundlos ermordet hatten. Alejandro bezweifelte zum ersten Mal seit Jahren, dass die magische Welt durchweg solche Scheusale hervorbrachte. Denn wenn er einen Blick auf die eigene Welt warf, wurde er eines Besseren belehrt. Mörder, Vergewaltiger und Kinderschänder waren nicht ausschließlich Ausgeburten der magischen Gesellschaft. Wir werden diese Schule angreifen, hauchte Robert. Irgendwie. Wir kommen ja nicht mal in die Nähe. Tyler hat es versucht, aber diese Schutzzauber, von denen Alex und Arnold gesprochen hatten, wirken. Man kann sich der Schule nicht nähern. Es missfiel Alejandro, momentan über einen möglichen Angriff zu sprechen. Lieber würde er mit Jacob, von dem er wusste, dass er Robert nicht mehr verblendet an den Lippen hing, ein Gespräch suchen. Dann müssen wir häufiger in Hogsmeade präsent sein. Kann sich da nicht jemand von uns ein Zimmer mieten? Wenn man denen sagt, man wäre ein Squib, dann würden die gar nicht wissen, dass wir gar keine Zauberer sind. Einen Augenblick schien Robert nachzudenken, bevor er fragte. Die Höhle ist leergeräumt? Man hat die meisten Kisten abtransportiert. Tyler konnte die wenigen, die weiter hinten lagerten, später herausholen. Robert seufzte. Woher soll ich noch Munition nehmen? Ich habe meine Kontakte dafür längst aufgebraucht. Wir müssen sie kaufen, aber dann wird sicherlich die Regierung auf mich aufmerksam. Er wandte sich Alejandro zu und flüsterte. Die haben es auch auf mich abgesehen. Paranoid blickte sich Robert in seinem Schlafzimmer um.
Nur einmal fiel sein Blick auf das Gemälde von Matthew Hopkins. Diese ganzen Steuerprüfer, die Unterlassungsklagen, die stecken mit den Hexen unter einer Decke. Vielleicht sollten wir auch in unserer Welt ein wenig... Er legte den Kopf schräg. Aufräumen. Nun hatte Alejandro wirklich Angst bekommen. Es war eine Sache, die Übeltäter, die seine Frau auf dem Gewissen hatten, zu finden und unschädlich zu machen. In all den Jahren war sein Rachegefühl bereits gedämpft. Doch Robert hatte ihm immer wieder vor Augen gehalten, dass es anderen auch so wie ihm und Pablo ergehen könnte. Und deswegen hatte er seinen Hass auf Hexen willig schüren lassen. Die Überlegung, nun auch in der eigenen Welt Leute aus dem Weg zu räumen, war keinen einzigen Gedanken wert. Innerlich hatte sich Alejandro von Robert abgewandt. Doch seine gute Stellung bei ihm gab er nicht auf. Denn nur an dessen Seite konnte er in Erfahrung bringen, was als nächstes geplant wäre. Die Tagesplanung im Zaubergamold stand für heute fest. Man hatte Lucius in einen riesigen Raum mit steinernen Wänden geführt, in dem es nach dem Erlebnis mit den lauten Journalisten befremdlich ruhig war. Im Licht der vielen Fackeln erkannte er Rosalind Baltimores bewegungslose Miene. Sie war wie ihre Kollegen mit einer pflaumenblauen Robe bekleidet, auf deren linker Brust man ein silbernes Z lesen konnte. Nach einer auffordernden Handbewegung hatte Lucius sich auf den Stuhl in der Mitte des Raumes gesetzt. Ohne Übergang wurden seine magischen Handfesseln aufgehoben und zugleich durch die des Stuhles ersetzt, sodass er sich kaum noch regen konnte. Es war ein erniedrigendes Gefühl, in so einer hilflosen Position vor den Gamot-Mitgliedern, die im Halbkreis auf ansteigend angeordneten Bänken um ihn herum saßen, angestarrt zu werden. In der Regel wurden Verhandlungen in den noch viel größeren Räumen im 10. Stock gehalten, doch da die Öffentlichkeit und auch die Presse von diesem Ereignis ausgeschlossen waren, hatte man einen kleineren, aber dennoch für einen Häftling einschüchternd weitläufigen Raum gewählt. Ebenfalls abweichend von anderen Verhandlungen war, dass die Mitglieder des Gamots durchweg aus Angestellten des Ministeriums bestanden und nicht wie üblich auch andere angesehene Vertreter der magischen Gesellschaft eine Stimme für oder gegen eine Verurteilung haben durften, wofür Lucius dankbar war, denn die anwesenden Menschen tanzten zur Hälfte nach seiner Pfeife, hoffte er zumindest. Womit Lucius gar nicht gerechnet hatte, war Griselda Marchbanks. Die betagte Frau hatte damals aus Protest ihr Amt niedergelegt, nachdem Fudge Dumbledore aus dem Gamot ausgeschlossen hatte. Bei ihr hätte er schlechte Karten, das wusste er, denn sie war eine gute Freundin von Augusta Longbottom und war wahrscheinlich aus erster Hand darüber informiert, was damals während des Kampfes im Ministerium geschehen war. Da die Frau bereits weit über 200 Jahre alt war, konnte er nur hoffen, dass ihr Gedächtnis nicht mehr allzu gut arbeitete oder sie während der Verhandlungen ins Grab sinken würde. Mr. Duval nahm neben ihm an einem kleinen Tisch Platz, auf dem er etliche Unterlagen ablegte. »Mr. Malfoy!« Die weibliche Stimme hallte in dem hohen Raum nach. Lucius blickte nach vorn in das kalte Gesicht der Gamot-Vorsitzenden. »Ihre Identität wurde bereits magisch festgestellt. Zuerst werden Ihnen Fragen gestellt werden, die Sie wahrheitsgemäß beantworten. Zu jedem Punkt werden wir uns Notizen machen, um die spätere Befragung unter Veritaserum Plus vorzubereiten. Es wäre von Nachteil, sollten Sie lügen oder nicht die ganze Wahrheit sagen. Haben Sie verstanden?« Er fragte sich, ob sie ihn für unterbelichtet hielt, doch er antwortete höflich. »Natürlich, Miss Baltimore.« Sie nickte und blätterte in ihren Papieren. »Ihnen wird vorgeworfen«, las sie mit gefühlskalter Stimme von einem Pergament ab, »Mitglied einer gesetzeswidrigen Organisation zu sein. Was haben Sie dazu zu sagen?« Gerade holte Lucius Luft, da sprach sein Beistand, ohne den Blick von den Akten zu erheben. »Mrs. Baltimore, wenn ich mich zu dem ersten Vorwurf bzw. der sehr unglücklich gewählten Ausformulierung äußern dürfte.« Ein Raunen ging durch die Menge,
und Lucius hatte arge Mühe, nicht laut loszulachen, als er die empörten Blicke der Gamut-Mitglieder bemerkte. »Was denn für eine unglücklich ausgewählte Ausformulierung?« fragte jemand, dessen Name Lucius nicht kannte. »Nun«, Zit blickte auf. »Mitglied kann Mr. Welchoy schon deshalb nicht mehr sein, weil es diese Organisation seit geraumer Zeit nicht mehr gibt, nicht wahr? Formulieren Sie das bitte um und verwenden Sie entsprechende Vergangenheitsform. Es soll doch alles seine Richtigkeit haben. Darüber hinaus muss erst geklärt werden, unter welchen Umständen Mr. Malfoy überhaupt dieser Organisation beigetreten ist.« »Was soll der Unfug?« Die Stimme kam von einem rundlichen Herrn, der leider nicht auf Lucius' Liste stand. »Was das soll?« wiederholte Sid in arrogantem Tonfall. »Das soll heißen, dass wir klären müssen, wann Mr. Malfoy der Organisation beigetreten ist und ob für diesen ersten Anklagepunkt nicht gar das Minderjährigkeitsstrafgesetz angewandt werden muss.« »Wer sind Sie überhaupt?« Die erbost klingende Frage wurde von demselben rundlichen Herrn gestellt. »Ich, Mr. Logan, bin Sid Duval, derjenige, der vom Ministerium persönlich als Beistand für Mr. Malfoy zur Seite gestellt wurde.« Mrs. Baltimore schritt ein. »Dann ist Bezug auf den ersten Anklagepunkt meine erste Frage an Mr. Malfoy. Wie alt waren Sie, als Sie das dunkle Mal angenommen haben?« Mit erhabenem Gesichtsausdruck antwortete Lucius. »Ich war erst 15 Jahre alt.« Die Gamut-Mitglieder steckten ihre Köpfe zusammen und tuschelten, während Sid mit einem selbstgefälligen Grinsen in der Akte Malfoy blätterte. »Wir werden klären, ob hierfür das Minderjährigenstrafgesetz angewandt werden kann.« Rosalinds steinerne Miene ließ bereits erste Anzeichen von Wut erkennen. »Oh«, machte Sid. »Aber es wird angewandt werden müssen. Was würde nur die Öffentlichkeit dazu sagen, wenn man die Straftaten eines 15-Jährigen handhabt wie die eines Erwachsenen? Das wäre nicht richtig.« Lucius presste seine Lippen zusammen und amüsierte sich still. »Wir gehen zum nächsten Punkt über und werden später noch alle Unklarheiten zur Behandlung des ersten Anklagepunktes beseitigen.« »Zum Angeklagten«, sagte Rosalind. »Ihnen wird zudem der Vorwurf der Erpressung gemacht.« Bevor die Gamut-Vorsitzende genauere Angaben zur Anschuldigung machen konnte, warf Sid eine Frage ein. »Handelt es sich um einen neuen Vorwurf oder lediglich um den, der bereits vor 11 Jahren von der Abteilung für magische Strafverfolgung bearbeitet wurde?« Er nahm eine aufgeschlagene Mappe zur Hand und blätterte kurz darin herum, bevor er sagte: »Ah ja, damals sind alle Schulräte befragt worden und keiner von ihnen hat Beweise für die vermeintliche Erpressung vorbringen können, so dass der Fall ad acta gelegt wurde. Mr. Malfoy ist für diesen Punkt niemals angeklagt worden.« Davon wusste Lucius gar nichts, weswegen er seinen Beistand respektzollend von der Seite betrachtete. Wie es aussah, dachte Lucius, hatten sich damals durchaus einige der Schulräte beim Ministerium über sein Auftreten beschwert, weil sie in seiner Überredungskunst, mit der er dazu auffordern wollte, für Dumbledores Ablösung als Direktor zu stimmen, eine Drohung ausgemacht haben wollten. Abermals ergriff Sid das Wort und er deutete auf seine Unterlagen, bevor er deren Inhalt mündlich wiedergab. »Die Anschuldigungen gegen Mr. Malfoy waren haltlos gewesen. Die damaligen Aussagen der Schulräte haben für eine Anklage nicht ausgereicht. Will man das nach so langer Zeit plötzlich ändern?« Ganz klar war seine Missbilligung herauszuhören. »Das würde nämlich bedeuten, dass die Mitglieder des Schulrates ihre damaligen Aussagen«, er wedelte mit einem Schwung Papiere, »erst zurückziehen müssten, um neue machen zu können.« Lucius rief sich ins Gedächtnis, was Dumbledore sinngemäß über die Schulräte gesagt hatte, als er ihn Ende des zweiten Schuljahres seines Sohnes in seinem Büro besucht hatte. »Seltsamerweise, Lucius, hatten mehrere von ihnen den Eindruck, sie verfluchen womöglich ihre Familien, wenn sie ihre Zustimmung zu meiner Suspendierung verweigern«, hatte Dumbledore ihm damals an den Kopf geworfen. Es war nur eine Vermutung gewesen,
aber mit Vermutungen konnte man niemanden vor Scammer zerren. Rosalind war ganz verlegen, denn es gab offensichtlich keinen anderen Fall, in dem man Lucius Erpressung vorwerfen konnte. Dachte ich's mir, säuselte Sid fies grinsend. Es würde doch seltsam aussehen, sollte man plötzlich diesen längst erledigten Fall erneut aufrollen. Das könnte den Eindruck erwecken, der Fall wäre damals fehlerhaft behandelt worden, was kein gutes Licht auf die Abteilung für magische Strafverfolgung werfen würde. Sid hob eine Augenbraue. Wenn darüber hinaus noch die damaligen Aussagen überraschend geändert worden wären, könnte man womöglich auch zu der Überlegung kommen, der Fall würde manipuliert werden, um Mr. Malfoy etwas anzuhängen. So oder so würde das Zaubergaumert nicht gut dastehen, sollte man den Erpressungsfall in der aktuellen Verhandlung einfließen lassen. Der rundliche Herr konnte nicht mehr an sich halten. Mr. Duval, was fällt Ihnen ein, wenn Sie das Zaubereiministerium solcher Manipulation beschuldigen? Entschuldigen Sie bitte, warf Sid übermäßig freundlich mit einer stoppenden Geste seine Hand ein. Ich beschuldige niemanden, wirklich nicht. Ich habe nur dargestellt, wie diese Dinge vor der Öffentlichkeit aufgenommen werden könnten. Die Öffentlichkeit, keifte der Dicke mit hochrotem Gesicht, ist von der Verhandlung ausgeschlossen. Oh ja, das mag sein, aber wissen Sie, ich als Mr. Malfoys Beistand bin auch gleichzeitig sein Sprecher, auch vor der Presse, dort draußen. Er zeigte mit ausgestrecktem Finger zur Tür. Auf jede noch so kleine Information wartet, die heute Abend gedruckt in den Zeitungen zu lesen sein wird. Mein Antrag, dieses Stockwerk für die Presse zu sperren, wurde ja bedauerlicherweise nicht stattgegeben. Die Presse war leicht zu manipulieren, das wusste Lucius nur zu gut. Nicht nur Miss Kimcorn hatte es damals vorgemacht, sondern die gesamte Redaktion des Tagespropheten, die sich von Minister Fudge für seine Sache hatte benutzen lassen. Auch Duval, davon war Lucius überzeugt, hätte mit seiner erhabenen Art sicherlich Einfluss auf die Medien, allein schon deshalb, weil er der Beistand von Lucius Malfoy war. Dem Tagespropheten wäre es egal, wenn man ihn in der Luft zerfetzte, ob man sich die Finger über Lucius Malfoy wundschrieb oder über die ans Tageslicht gekommene Unrichtigkeiten des Ministeriums herzog. Jeder Skandal verkaufte sich gleich gut. Alle Gamot-Mitglieder blickten zu Rosalind, die einmal kräftig schlucken musste. Wir werden diesen Punkt aus der Anklageschrift streichen, Mr. Duval. Kommen wir zum nächsten, der Besitz schwarzmagischer Gegenstände. Jedes Augenpaar ruhte auf Sid. Doch der, zum Erstaunen aller, hielt den Mund und hörte aufmerksam zu. Es ist bewiesen, dass Sie, Mr. Malfoy, im August 1992 in Flourish und Blotz heimlich ein schwarzmagisches Buch an Miss Ginara Molly Weasley weitergegeben haben, die zu diesem Zeitpunkt erst 11 Jahre alt war. Dieses Buch, wie man später erfahren hat, war ein altes Schulbuch von Tom Riddle, Voldemort, verhext mit einem Zauber, der von Miss Weasley Besitz ergriffen hatte, wodurch sie in der Lage gewesen war, die sogenannte Kammer des Schreckens zu öffnen, was wiederum die Insassen einer Lehranstalt gefährdet hat. Wenn ich etwas einwerfen dürfte? Fragte Sid außerordentlich höflich, mit einem provoziert milden Lächeln auf den Lippen. Die Vorsitzende gestattete ihm das Wort und er räusperte sich zunächst. Mr. Malfoy wird nicht abstreiten, dass es sich bei dem Buch um ein schwarzmagisches gehandelt hatte, auch nicht, dass es einst Tom Riddle gehörte, denn der Name stand ja, wie ich den Unterlagen entnehmen durfte, gut leserlich auf dem Objekt. Allerdings war Mr. Malfoy nicht darüber informiert, welche Macht dieser Gegenstand innehaben würde, geschweige denn, dass er von kleinen Mädchen Besitz ergreifen könnte. Ihm selbst ist nie etwas geschehen, wenn er darin blätterte. Mr. Malfoy wollte sich dieses Buches entledigen und im gleichen Atemzug einen damaligen verhassten Kollegen, den Vater des Mädchens, in eine missliche Lage bringen. Zugegeben, das war kein netter Zug. Mr. Malfoy wird aber sicher unter Veritas herum bestätigen können, dass seine Absichten, das Buch in die Hände eines Mädchens zu legen, nicht der Motivation entsprangen,
Kinder in Gefahr zu bringen. Darüber zu urteilen, Mr. Deval, werden Sie uns überlassen müssen, zitterte Rosalind, die von diesem Beistand langsam genug hatte. Davon ließ sich Sid nicht abschrecken. Ich denke, für den Besitz von schwarzmagischen Gegenständen, in diesem Fall nur einem, darf mein Mandant aufgrund der geltenden Gesetze mit einer höheren Geldstrafe rechnen? Es war nicht als Frage gedacht, sondern deutlich als Empfehlung. Mit vorunterdrückter Wut, ganz rotem Gesicht, zischte die Vorsitzende böse. Sie werden klären, warum Mr. Malfoy das Buch in den Händen eines unschuldigen Mädchens gegeben hat. Lucius betrachtete Fortunatus Storm, der damals gemauschelt hatte, um einen Vergissmich auf den Freund der eigenen Tochter zu hetzen, der die Erinnerung des Quips an die Verlobung mit dieser reinblütigen jungen Dame gelöscht hatte. Fortunatus blickte verängstigt rein und schien zu hoffen, dass Rosalind ihre Abneigung gegen den Angeklagten im Zaun halten würde. Er würde wahrscheinlich gleich über das Urteil abstimmen wollen, mit nicht schuldig. Der nächste Punkt: Störung der öffentlichen Ordnung. Mr. Malfoy wird vorgeworfen, auf der Quidditch-Weltmeisterschaft 1994 Sachbeschädigung begangen zu haben, wie auch gegen das Gesetz zum Schutz der Muggel verstoßen zu haben. Sid blickte auf und bat nonverbal darum, das Wort zu ergreifen, weswegen Rosalinds Augenlid nervös zuckte. Mr. Deval, möchten Sie dazu etwas sagen? Wenn Sie mich schon so nett bitten. Ich habe mich an ähnlichen Fällen der Vergangenheit orientiert. Ein Verstoß gegen das Gesetz zum Schutz der Muggel wird in der Regel mit 2 Monaten Haft als Höchststrafe und einer Geldstrafe in Höhe von maximal 1500 Galeonen geahndet, während die Muggel in die Obhut der Vergissmich kommen. Bei dem Wort Vergissmich blickte Lucius erneut zu Fortunatus hinüber und ihre Blicke trafen sich. Ich denke, fuhr Sid fort, dieser Punkt bedarf keiner besonderen Klärung. Mr. Malfoy bekennt sich bei dieser Tat als schuldig und wird das Höchstmaß erwarten. Für Lucius war es angenehm, nicht reden zu müssen. Erfreut hörte er seinem Beistand zu, wie er dem Gamut furchtlos gegenübertrat und sich von niemandem einschüchtern ließ. Der Mann hatte offensichtlich nichts zu verlieren, denn Mr. Deval hatte von sich selbst gesagt, man würde ihn im Ministerium hassen. Und dass er gründlich arbeitete, zu gründlich, wie Mr. Deval einmal betont hatte, konnte für Lucius nur von Vorteil sein. Auf ihrem Pergament machte Rosalind einige Notizen, bevor sie aufblickte. Gegen die beiden Unverzeihlichen haben Sie aber nichts zu sagen? Sie klang sehr siegessicher. Nein, Mrs. Baltimore. Es wird sich in dem Verhör mit Veritaserum herausstellen, dass Mr. Malfoy zu diesem Zeitpunkt, als er Sturgis Padmore und Broderick Boat unter dem Imperius gestellt hatte, selbst unter einem Imperius stand. Wie bitte? Fragte Rosalind verdutzt nach. Sie wissen doch sicherlich, dass in der Vergangenheit viele Menschen grausame Taten begangen haben, weil sie durch einen Imperius gelenkt wurden. Man konnte damals nie genau wissen, wer log oder wer die Wahrheit sagte. Die Aussagen, die Mr. Malfoy dazu zu gegebener Zeit unter Veritaserum machen wird, könnten Ihnen, verehrte Anwesende, vor Augen führen, welche Informationen er selbst gehabt hatte. In seinen Unterlagen blätternd, schlug er eine bestimmte Seite auf, in der er kurz las. Mr. Podmore ist nach 6 Monaten Haft wieder aus Azkaban entlassen worden. Einen bleibenden Schaden hat er von dem Fuhren nicht davongetragen. Dass Mr. Broderick einer Teufelsschlinge zum Opfer gefallen war, ist nicht die Schuld meines Mandanten, sondern die der Krankenhausführung oder Stationsleitung, die eine Teufelsschlinge nicht von einer normalen Topfpflanze hat unterscheiden können. Zum Ende hin klang Sid absichtlich sehr verachtend. Alles andere, was die beiden Unverzeihlichen betrifft, die Mr. Malfoy nachweislich mit seinem Zauberstab ausgeführt hatte, wird später noch geklärt werden. An dieser Stelle möchte ich aber auf ähnliche Fälle verweisen, in denen den Angeklagten zwar nachgewiesen worden war, gegen das Gesetz verstoßen zu haben, jedoch nicht bewiesen werden konnte, ob sie oder ob sie nicht selbst von diesem Fluch eingenommen waren. Es hatte so viele Fälle gegeben, die dem Ministerium Kopfschmerzen bereitet hatten.
Meistens hatte man die Anklage aus Mangels an Beweisen fallen lassen müssen. Veritaserum Plus konnte einen zwar dazu bringen, alle Erinnerungen an eine Tat, auch die eigenen Gedankengänge zu schildern, aber eine Schilderung allein war kein eindeutiger Beweis. Nicht immer war es zu spüren, ob man durch einen Imperius gelenkt wurde. Zum Beispiel, wenn die Magie des anderen wesentlich kräftiger war als die eigene. Zum Anklagepunkt 2 unverzeihlich angewendet zu haben, werden wir Mr. Malfoy noch ausführlich befragen, versicherte Rosalind verbissen, während sie einen Blick auf die Anklageliste warf. Einbruch und versuchter Raub in Zusammenhang mit Körperverletzung und Zerstörung von Ministeriumseigentum macht den nächsten Anklagepunkt aus. Es wurde der Vorfall in der Mysteriumsabteilung angesprochen. Sid schaute einmal zu Lucius hinüber, der sie die Sitzung zu genießen schien, bevor er die Vorsitzende anblickte. In diesem Fall, Sid hörte, wie jemand stöhnte, verlange ich sogar eine Anhörung unter dem Einfluss des Wahrheitsserums, denn mein Mandant wird bestätigen, dass nicht er den Fluch abgefeuert hat. Er selbst hat seinen Stab erst gehoben, als er sich verteidigen musste. Das alles musste sein Beistand aus den Gesprächen während der wenigen Besuche herausgehört haben, dachte Lucius. Aber es war auch sehr wahrscheinlich, dass er sich alle Unterlagen besorgt hatte, wie zum Beispiel die Verhöre der Hogwarts-Schüler und Auroren. Das war's leider schon wieder mit der heutigen Ausgabe unseres Hörbuches zur Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Über einen Kommentar würden wir uns natürlich besonders freuen. Sollte dir das Hörbuch so gefallen, dass du es als MP3 herunterladen möchtest oder einfach nur das Projekt unterstützen möchtest, kannst du das ab jetzt auf Patreon tun. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Ciao, bis zum nächsten Mal.